Willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Valhalla. So, in der heutigen Folge geht es mit der Quest weiter zu neuem Ruhm. Wir sollen mit Somas Vertraute sprechen, also die ein bisschen besser kennenlernen anscheinend. Und danach denke ich mir mal, dass wir ihre alte Stadt zurückerobern. In der letzten Folge haben wir drei von denen befreit und ja, ich denke mal, es waren so drei Generäle oder sowas, die ein bisschen mehr zu sagen haben. Und ja, jetzt würde ich sagen, wir quatschen mal ein bisschen mit denen. Leaf, Soma sagte, dass du ihre Langschiffe gebaut hast. Das stimmt. Jedes hat einen spitzen Kiel, einen starken Mast und ein Gedicht in den Rumpf geritzt, um den Drängar zu preisen, der das Schiff führt. Jedes Langschiff trägt die Last des Schicksals. Nur ein paar Handbreit Holz liegen zwischen dir und deinem feuchten Grab. Es gibt wohl kaum einen besseren Ort für Poesie, nicht wahr? Stimmt. Es ist gut, an deiner Seite zu kämpfen, Leaf. Das kann ich nur zurückgeben. Danke, dass du mich und meine Krieger aus dem Moor gezogen hast. Kein Problem. So, Proviant ist voll. Können wir noch reden? Ja, genau, die haben wir auch gerettet. Und du bist Eivor, Sonnenschein. Du bist durch den Nebel gebrochen wie Feuer durch Eis. Du bist gut aufgelegt, trotz allem, was geschehen ist. Kannst du mir bitte mal angucken? Dem Überfall, eurer Flucht. Im Augenblick schon, aber... Ah, da. Hast du es gemerkt? Der Augenblick ist vorbei. Jetzt können wir den nächsten genießen. Was für ein Geschenk. Schön, dich an unserer Seite zu wissen, Birna. Ich mag dich, Eivor. Reich mir die Hand oder fall mir in den Rücken. Aber so wie du aussiehst, wäre mir beides recht. Ich glaube, das ist ein bisschen vom anderen Ufer. So, dann quatschen wir noch mit ihm. Die haben wir auch gerettet. Galen, habe ich recht? Du hast recht. Und du bist Eivor, die unbändige Kämpferin. Oder ewige Kriegerin. Ein glorreicher Name. Vielen Dank. Du saßt in der Falle, als wir dich fanden. Durchaus. Die Sachsen haben mich blutend durch Sümpfe gejagt und direkt in die Arme von Banditen getrieben. Dann kamen die Wölfe. Für uns alle kommt irgendwann der eine Tag, an dem wir sterben. Frage ist nur, wie man diesem Tag begegnet. Ich kann stolz behaupten, dass ich bereit war. Ich freue mich jedenfalls, dass du noch atmest. Okay, sprich mit Soma. Okay, wir haben ein neues Schnellreiseziel. Das ist schon mal sehr gut. Ein neuer Tag mit frischem Wind. Bist du bereit für den Kampf, der vor uns liegt? Holen wir uns die Stadt zurück. Das wollte ich hören. Triff mich am Westtor von Grantabrück. Dort sammeln wir uns. Pass auf, dass du keinen Gefallen daran findest, anderen zu gehorchen als deinem Jarl zu Hause. Ich kämpfe für Sigurd, niemanden sonst. Solange du auf diesem Schiff bist, kämpfst du für mich. Und um Soma für uns zu gewinnen, kämpfen wir für sie. Der macht alles kaputt. Der Rübel, der... In die Wellen. Sammle dich mit Somas Clan. Wir schauen mal. Wir müssen hier hin, okay. Fluss folgen. Jetzt Segel setzen! Singt uns ein Lied. Mal schauen, wie wir denn noch da sind, weil das hatten wir ja schon mal geklärt eigentlich, das ganze Lager. Aber ich denke mal, die sind neu gespawnt. Trupps.
versteckt. Einer an jeder Seite des Tors. Stürmt los, wenn das Signal kommt. Keinen Augenblick früher. Wigmund weiß, dass wir kommen. Okay, Baby. Die werden wir wohl schaffen. Das war ja schon alleine geklärt, das ganze Lager. Das müsste ja eigentlich gehen. Wigmund, du ehrloser Dieb. Ich weiß, dass du da bist. Gib mir Grantabrück zurück, Wigmund. Es müssen nicht noch mehr sterben. Regeln wir das unter uns, von Herrscherin zu Herrscher. Worüber sollte ich mit dir reden? Du hast nichts anzubieten. Ich bin vom rechten Blut. Du bist nur eine dreckige Heidin aus der Achsel eines Riesen entsprungen. Ich habe diese Stadt erbaut. Von einer Lehmhütte zur blühenden Hafenstadt. Wir wissen beide, dass dir ohne meine Hilfe ihr Reichtum zwischen den Fingern zerrinnen wird. Hinfort! Geht und verreckt im Dreck, wo ihr hingehört, ihr Heiden! Wigmund! Wigmund! Ein letzter Versuch noch. Gib Grantabrück auf! Wenn du die Stadt mir überlässt, lasse ich dich vielleicht am Leben. Das gefällt dir? Grantabrück gehört mir! Ich habe ihr das Sagen! Und ich werde euch von diesem Land schaben wie den Eiter von einer schwerenden Wunde! Lass mich dir einen Rat geben, alter Bär. Eine eiternde Wunde reinigt man nicht mit einer Klinge, sondern mit Feuer. Hey! Jetzt! Dämon von Grantabulkschir! Nehmt euch, was euer ist! Oh, sieh dir Grantabulkschir! Wigmund getan. Dafür ist keine Zeit. Wir müssen die Stadt befreien. Seit wir die Mauern durchbrochen haben. Auf zum Langhaus. Ja, okay. Finden wir ihn sicher. Erhebt eure Schwerter gegen mich. Versucht es doch. Du Bestie! Still! Stirb! Kein Problem. Haltet mir den Rücken frei. Hier sind die Wogen geglättet. Weiter. Das hier werde ich schon schaffen. Da müssen wir rein. Da bin ich nämlich letztens nicht reingekommen in das Haus. Noch einer. Ah.
Okay. Jetzt geht's aber. Wiegmund, du kannst dich nicht ewig verstecken. Komm und stell dich deinem Ende. Heidnische Aale. Wiegmund ist weg. Au, au, au. Er ist weg. Jeder, der für Wiegmund kämpft, wird sterben. Okay. Oh, der sieht auch nicht mehr. Sieht auch nicht mehr fresh aus. Wiegmund ist nirgends zu sehen. Vielleicht versteckt er sich innerhalb der Stadtmauern. Sollen wir ihn suchen? Nein, der ist fort, glaub mir. Dieses feige Schwein. Doch wir haben uns heute gut geschlagen. Komm mit mir. Ich möchte, dass du das Kriegshorn ertönen lässt, um unseren Sieg zu verkünden. Lass den ganzen Schier wissen, dass wir Grantabrück zurückerobert haben. Der Klang des Horns steht für Beute, Wohlstand und langes Leben. Wieso ich? Wieso nicht? Du warst der Grundpfeiler dieses Angriffs. Du hast das Blatt gewendet. Möge der Wind aus deiner Lunge meiner Stadt wieder Leben einhauchen. Sehr schön. Grantabrück erobert. Seht euch alle an! Krieger! Stattlich! Gut aussehend! Blut getränkt! Grantabrück gehört endlich wieder uns! Die letzten von Wiegmunds Feuerchen aus. Doch heute Nacht feiern wir wie die Götter. Okay, irgendwas ist mit dir? Bei meinem Clan gibt es die besten Feste, oder? Hast du dich gut amüsiert? Ich schon. Na, nur ein Aspirin? Hast du auch gefeiert oder getrauert? Du schienst hin und her gerissen. In der Nacht des Überfalls hörte ich Kampfgeräusche aus dem Langhaus. Kurz da waren wir schon, da sind wir nicht hochgekommen. In der ganzen Stadt von Sachsen. Also befahl ich den Rückzug. Alle sterben eines Tages, aber nicht so. Nicht an diesem Tag. Das habe ich schon mal gehört, dass die Sachsen plötzlich aus dem Schatten aufgetaucht sind. In meiner ganzen Zeit in Grantabrück war dieser Tunnel mein verschwiegenstes Vorhaben. Das bestgehütete Geheimnis der Stadt. Jetzt wissen 100 oder mehr Sachsen darüber Bescheid. Die einzigen, die von diesem Tunnel wussten, waren ich und die drei aus meinem engsten Kreis. Und ich. Du meinst, du wurdest hintergangen? Ich weiß es sicher. Von wem? Das ist die Frage. Entweder Leif, Galin oder Birna. Ich kann es nicht sagen. Doch sie waren es, die mir halfen, heimlich diesen Tunnel zu graben. Ich setze auf deinen Verstand. Du bist neu und hast einen frischen Blick. Ich könnte deine Augen und Ohren gebrauchen. Ich versprach dir, bei der Rückeroberung der Stadt zu helfen. Das ist noch nicht abgeschlossen. Danke.
Ich habe Galin, Leif und Birna entsandt, um die restlichen Pfeiler von Wiegmunds Macht im Schier zu vernichten. Triff dich mit ihnen, plündere mit ihnen, lerne sie kennen, so gut es geht, und finde heraus, wer mich betrogen hat. Ich werde tun, was ich kann. Aber du kennst deine Krieger weit besser als ich. Unter uns, Eivor, mein Herz ist betrübt. Ich liebe diese drei, als wären wir Geschwister. Ich brauche ein unparteiisches Urteil. Ich brauche dich, Eivor. Ich bin da. Okay. Danke. Bitte sieh dich nach Belieben um. Durchsuche die Stadt und den Tunnel. Und hier ein Geschenk dafür, dass du Grantabrück mit uns zurückerobert hast. Das ist eins der letzten Andenken meiner Blutsfamilie. Okay, was haben wir gekriegt? Messer oder eine Axt oder was? Zu neuem Ruhm. Rüste Fertigkeitspunkte im Fertigkeitsmenü aus, ja, ich weiß schon. Ein leichter Schild. Schauen wir ins Inventar. Ich bin eigentlich gar kein Schildspieler. Okay, irgendwo muss ich ja. Ah, genau. Klug von Soma, diesen Tunnel zu bauen. Immer noch, oder was? Nee. Ein gemaltes Kreuz. Okay, wir schauen mal auf die Karte, ob es irgendwie Anhaltspunkte gibt. Aha, hier, hier, hier. Okay. Dann würde ich sagen... Ah, warte mal, ihr könnt jetzt mal zu dem da gehen. Der war ja in dem Haus, wo wir nicht reingekommen sind. Vielleicht ist er jetzt offen. Ja, da ist bloß eine Schlange drin. Glaubst du, du kannst mit mir mithalten? Aha, jetzt ist er draußen. Kommen wir jetzt hier schon rein? Ja, hier kommen wir noch nicht rein. Warum kommen wir hier nicht rein? Er wächst hier an. Okay, hier haben wir schon zugemauert. Du, Danin, komm näher. Was willst du von mir? Du siehst kampferprobt aus, aber wirst du dich auch der größten Herausforderung deines Lebens stellen? Wovon redest du denn? Ich rede von einer fürchterlichen, monströsen Macht, deren Namen man im ganzen Lande fürchtet. Fergal der Gesichtslose. Der gefürchtetste Sportstreiter von ganz Grantabrück Schier. Ein Sportstreiter. Mehr nicht? Fergal der Gesichtslose hat schon andere Zweifler vor dir bezwungen. Wirst du dich ihm stellen?
klar. Dann zeig mir diesen Gesichtslosen. Was? Oh Gott. Du bist überaus mutig. Oder auch überaus leichtsinnig. Komm, ich gebe dir den Schlüssel. Ah, okay. Dieser Schlüssel öffnet den Weg zur Fergals Höhle, die du hier vor dir siehst. Das Haus hier? Das ist kein Haus. Das ist ein Hort der Albträume. Eine Todesgrube, derer nur wenige unversehrt entstiegen sind. Von Worten. Unversehrt von Worten. Geh. Geh nur. Möge Gott mit dir sein. Schauen wir mal. Neues Opfer! Wer wagt es, den mächtigen Fergal, den Gesichtslosen, herauszufordern? Eivor vom Rabenclan. Eivor vom Rabenclan? Meine nächste Mahlzeit. Bist du bereit, dich wörtlich ausweiden zu lassen? Das überlebe ich schon. Ich bin Fergal, gesichtslos. Und ich bin klug und stark. Aber du nämlich nicht. Du bist nämlich hässlich und dumm und voll der Feigling. Wahrscheinlich traust du dich nicht mal gegen mich anzutreten, oder? Hast du schon angefangen? Ja, klar. Ich meinte, du traust dich nicht mal gegen mich anzutreten, du. Nur dein Taktgefühl lass den Mund lieber zu. Nur dein Taktgefühl fehlt. Lass den Mund lieber zu. Aha, du denkst wohl, deine Reime sind besser als meine, hm? Dann hör besser zu und weine. Ha! Ich bin sehr klug. Worte kenne ich genug. Ich bin ein kleiner Bub. Der Sieg gibt mir einen Schub. Und du bist dumm. Du hast keinen Mumm. Deshalb bleibst du jetzt stumm. Kavum. Du denkst wirklich, dein Labern bringt jemanden um? Was sagst du? Du krachst hier in der Höhle herum? Das sagst du? Du krauchst hier in der Höhle herum. Oh, das war ein großer Fehler. Mach dich auf einen tödlichen Endreim gefasst. Ich mach den besten Zankspott. Und mein Wortgefecht ist gut. Ich halte meine Zankrede, während ich dich ins Grab hebe mit meiner Zankrede. Ich bin tierisch stark. Erschüttere dich bis aufs Mark, weil ich dich jetzt hier schlag. Hör doch auf, deine Zunge zu schinden. Ein Wort noch ist mehr, als ich mag. Du, ich, warte ganz kurz. Ich brauche einfach noch kurz Zeit. Fergal, gesichtslos oder doch eher sprachlos? Nein, gleich hab ich's. Mein Todeszankschlag, er kommt. Ich, Fergal? Hallo? Okay. Sehr schön, hätte man das auch gemacht. Also noch schnell die Schätze hier. Nein, was macht die denn?
Okay, ab zum nächsten Schatz. Müssen wir denn immer schauen, dass wir unsere Siedlung auch mal weiter ausbauen. Oben drauf, okay. Okay, ist es da oben auf dem... Ah, okay. Da oben auf dem Turm. Oder hier unten, oder? Okay, müssen wir da oben und durch. Gut, dann müsste die Stadt eigentlich so weit fertig sein. Und natürlich gleich hier weiter. Na, das ist wieder Material. No. Aber das Looten, das klappt ab und zu auch nicht gescheit. Dass er das instant aufnimmt, das... Dies ist das Inselreich von Nordsexe. König Eckwald, Herrscher und Beschützer dieser grünen Lande. Und dann fresh sieht ja auch nicht aus. Bitte. Das ist ein Königreich, sagst du? In der Tat. Nordsexe. Und ich bin sein erster König, Eckwald. Und als sein Oberhaupt suche ich nach Verbündeten, um stärker zu werden. Königreich, diese Insel hier. Ja, von Küste zu Küste. Meine Brüder und ich sind vor ein paar Monaten auf dieses herrenlose Land gestoßen, das unserem Ehrgeiz angemessen erschien. Leider sind meine Brüder kurz darauf bei einem furchtbaren Sturm versunken, samt unserer Reichtümer. Zu ihnen gehörte ein Armreif. Ich biete dir im Austausch gegen diesen Armreif meine Treue an. Finde den Reif im Wrack
Und du kannst deinen König, deinen Freund nennen. Oh mein Gott. Ein guter Armreif kann so wichtig sein wie Blut im Herzen. Wenn ich ihn finde, sag ich Bescheid. Zeig es mir. Okay, das ist unser Schiff. Okay, es kann ja nur hier vorne sein. Okay. Geh nochmal hoch. Gudi, haben wir schon. Des Königs würdig. Ich habe dein Armreif gefunden, im Wrack deines Schiffs. Bei allem, was groß ist, ich kann meinen Augen und Ohren kaum trauen. Jetzt stehst du im Bund mit dem Königreich Nordsechse. Kann er mal sehen. Ich fühle mich geehrt, ein Bündnis mit dir einzugehen, König Eckwald von Nordsechse. Möge deine Herrschaft lang sein. Danke. Und so wie du mir verbunden bist, bin ich auch dir verbunden. Sollte ich jemals über ein Heer verfügen, steht es dir zur Verfügung. Okay. Gut, Leute. Wo sind wir denn hier? Sie haben die drei. Oben haben wir auch noch einiges zu tun. Jetzt würde ich aber sagen, wir schauen uns mal unsere Fertigkeiten an. Da hieß es ja auch, wir sollen ein bisschen weitermachen. Fernkampfschaden, ein bisschen mehr Gesundheit. Leichter Schaden. Sprintangriff. Stimmt auch nicht verkehrt. Ah, Stufe 51 schon. Ah, da geht es aber noch richtig weit rum. Okay. Können wir aufrüsten. Hier brauchen wir nicht extrem viel. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal jetzt in unsere Stadt zurück. Machen wir eine Schnellreise. Kann ich hier eine Schnellreise hermachen dann später? Ja, okay. Dann schauen wir uns in der nächsten Folge dann hier weiter an. Ich würde dann sagen, wir müssen erstmal hier den Rest noch abschließen. Genau. Dann wird es schon noch ein paar Folgen dann dauern.
Okay. Was haben wir hier für eine Quest? Hier hat man doch auch irgendwas zu tun. Das ist der Fischer gewesen. Na, okay, jetzt haben wir schon ein bisschen was. Kriegslager. Jetzt können wir mehr Krieger anwerben und die gefährlichste Mannschaft zusammenstellen, die es je auf Englerlands Flüssen gab. Unsere Krieger haben nun einen Ort, um zu üben und auszuruhen. Eine stattliche Unterkunft. Wenn das bekannt wird, sollte es viele Jomsvikinger anlocken, die mit uns kämpfen. Jomsvikinger? Da fällt mir ein paar deiner Krieger scharren schon mit den Hufen, dass du einen Stellvertreter wählst. Du solltest dich entscheiden. Hä? Okay. Lofrig der Blau. Kann ich hier durchschalten oder so? Nee. Machen wir doch einfach mal. Ach so, das sind unsere Waffen oder was? Wird schon passen. Okay. Was kann der? Was macht der? Also gut, hol mir meinen Hauptmann. Du bist versorgt? Ach so, okay. Ich will meine Mannschaft verwalten. Ich möchte meine Krieger neu aufstellen. Lassen wir jetzt einfach mal so, weil ich überhaupt keinen Plan habe, was ich machen muss. Sag mir doch nochmal, was du hier machst. Wenn du etwas mit deinen Kämpfern klären willst, komm zu mir. Ich bereite sie für dich vor und halte sie kampfbereit. Okay. Nun muss ich gehen. Auf bald. Das Spiel schon noch erklären. So, was müssen wir jetzt hier noch machen? Breite deine Flügel aus. Was ist da? Tätowierwerkstatt. Was ist da? Museum. Römische Artefakte, die wir belohnen. Einer Lüge zustimmen? Er wird ein Kreis zum. Ah. Der Fischer wäre aber eigentlich auch interessant, glaube ich. Aber komm, wir machen jetzt erstmal das Museum. Hier oben. Jagdhütte. Oh, das ist eigentlich alles interessant. Ja, komm, wir bauen das jetzt hier. Das andere kriegen wir eh automatisch dann, wenn wir die Raubzüge machen. Vielen Dank. Egal ob Fell, Fleisch oder Knochen, bei uns gibt es von allem nur das Beste. Und falls du auf die Jagd gehen willst, bring uns deine Beute. Wir werden die Bälge und Schädel für dich herrichten. Oh ja, ich hänge Petras Siegeszeichen seit vielen Jahren auf und sie ist eine anspruchsvolle Frau. In allen Dingen. Gut zu wissen. Viel Freude mit eurem neuen Heim. Eivor, du siehst aus wie jemand mit einer Neigung für Siegeszeichen. Ich schätze jeden Sieg, doch ich behalte nur selten ein Andenken. Deine Waffen zieren die Male großer Schlachten. Auch in deinem Gang ist jeder deiner Triumphe deutlich zu erkennen. Oder irre ich? Keinesfalls.
Warum fragst du? Ach, es geht natürlich um unser Handwerk. Werch ist der beste Gerber und Kirschner in ganz Englerland. Wenn du willst, dass deine glorreichen Jagderfolge deinen Tod überdauern, solltest du Siegeszeichen daraus machen lassen. Wenn du eine seltene und würdige Kreatur bezwingst, bring sie zu uns. Wir bereiten sie für dich auf. Eine gute Idee. Das ist praktisch. Andenken, um das Langhaus zu schmücken. Die großen Vielen Viecher. Dank, Petra. Oh, hättest du noch einen Augenblick, bevor du gehst? Für einen kleinen Gefallen? Ich bin ganz Ohr. Sprich weiter. Seit einigen Tagen höre ich jeden Abend das Geheul eines Wolfsrudels am Rand unseres Waldes hier. Ohne unser Eingreifen könnten sie das ganze Wild reißen. Und wer weiß, wenn die Hirsche tot sind, gehen sie vielleicht auf uns los. Du meinst, wir sollten sie verjagen? Ich würde sie alle erlegen. Nur mit deiner Erlaubnis, versteht sich. Und mit deiner Hilfe, wenn du Zeit hast. Okay. Eine gute Idee. Ich schließe mich dir an. Gut. Ein Wolfsrudel sollten wir keinesfalls unterschätzen. Gehen wir. Hier entlang. Zuletzt habe ich sie auf diesem Hügel gesehen. Geh vor, ich folge dir. Machen wir das doch noch. Die Lage unserer Siedlung ist hervorragend. Der Boden gut und alle Tiere sind gesund und vielzählig. Aber Wölfe sind eine Gefahr. Vielleicht sind die Ragnarssons deshalb weitergezogen. Die Menschen störten das Gleichgewicht der Natur und die Natur schlug zurück. Indem sie uns angriff. Ein Wolf tut, was er tun muss. Sie wurden vertrieben und sind nun zurückgekehrt. Komm hier lang. Sieh mal, Brotkrumen und Essensreste. Sie müssen sich an Torbjörns Laden bedient haben. Oder an einem Tisch in der Siedlung. Du hast von dort aus die Brotkrumen erkannt? Sie stechen doch deutlich aus Gras und Erde hervor. Sieh doch. Komm, hier lang. Ah, riechst du das? Ein männlicher Wolf. Er markiert sein Revier und hält so die Rivalen fern. Woher weißt du, dass es ein Rüde ist? Der Geruch ist anders. Das lernt man mit der Zeit. Wie wurdest du zu einer so guten Fährtenleserin? Ich stamme aus einer Jägerfamilie aus einem Gebiet im Osten, das du noch nie bereist hast, würde ich behaupten. Doch ich lebe schon fast mein ganzes Leben in Englerland. Hier haben wir auch Werch gefunden. Ihr seid Geschwister, so wie Sigurd und ich es sind. Verbunden durch Ehre, nicht durch Blut. Ja, meine Mutter hat immer gern erzählt, Mach du den. Als Säugling im Wald ausgesetzt. Wir nahmen ihn zu uns. Sieh mal, die Wölfe haben ein Tier gerissen. Sie sind in der Nähe. Ah, okay. Sie müssen das arme Wesen fortgezerrt haben. Wir kommen näher. Da ist nicht mal viel dran. Ah, siehst du diese Bissspuren am Kadaver? Sie sind anders. Das war ein Rudel, kein einzelnes Tier. Ganz genau. Suchen wir weiter. Also, fand deine Familie Welch in den Wäldern? Wir zogen gerade durch das Dickicht, als ich einen weißen Hirsch vor uns entdeckte. Ich verfolgte ihn in der Hoffnung, ihn zu erlegen. Ich verlor ihn auf einer Lichtung, doch auf dem Boden fand ich... Oh, kommst du mal? In der Hoffnung, ihn zu erlegen. Ich verlor ihn auf einer Lichtung, doch auf dem Boden fand ich einen winzigen Säugling. Unseren kleinen Werch, gewickelt und ganz allein. Ah, sieh nur, diese Spuren im Gras. Hier schliefen sie. Ich bin beeindruckt, Petra. Du hast eine Gabe. Noch hast du nichts davon gesehen. Du sahst also einen weißen Hirsch. Und der führte dich zu Welch? Ganz genau. Es war Schicksal. Wir nahmen ihn mit und päppelten ihn auf. Ich war damals selbst noch ein junges Mädchen. Und von diesem Tag an wurden wir als Bruder und Schwester großgezogen. Aha. Diese Beute ist frisch. Sie sind nah genug dran, um uns zu hören. Sind wahrscheinlich vor kurzem erst geflüchtet. Könnt ihr nur looten? Wir haben unsere Wölfe wohl gefunden. Hey du, bring dich in Sicherheit. Eivor, komm mit. Beenden wir das. Ich stehe dir bei. Ja, dann mach doch mal. Vorsicht, die sind angriffslustig. Oh.
Lächerlich. Ja, so geht es. Sollten alle gewesen sein. Danke. Ich danke euch. Euch beiden. Lena. Geht es dir gut? Waren das deine Schafe? Mein Gott, das waren sie. Sie waren alles, was ich noch besaß. Diese armen Tiere hatten keine Chance. Vor ein paar Monaten verlor ich meine Kühe. Jetzt auch noch die Schafe. Was für ein armseliger Bauer ich doch bin. Das tut mir wirklich leid. Die Wölfe sind fort. Wage einen Neuanfang. Ohne den Segen der Götter werde ich scheitern. Aber ich werde es versuchen. Dir bleibt noch dein Leben, Bauer. Damit allein kannst du stets neu beginnen. Eivor, warte. Ich hab was gehört. Was? Ich... Oh, Gottgütiger! Vorne! Rohesia! Meine Schätzchen! Ihr seid am Leben! Ach, kommt her, meine teuren Engel! Am Ende wird alles gut. Das war großartig, Eivor. Du jagst fast so gut, wie du kämpfst. Gib mir ein paar Wochen und ich lese Fährten ebenso gut wie du. Oder besser. Es wäre mir ein Vergnügen, dir zu helfen. Das hat mir gefallen, Petra. Zögere nicht, mich aufzusuchen, wenn du erneut auf Bestienjagd gehst. Du sollst zuerst davon erfahren, Eivor. Bis bald. Okay, Leute. Dann würde ich auch sagen, machen wir Schluss mit der Folge und schauen, wie die nächste Folge weitergeht. Ich denke mal, dann werden wir mit der Quest weitermachen. Hier unten. Genau. Da haben wir eh noch einiges einzusammeln dann. Das ist dann schon eine höhere Stärke, 90. Aber hier oben haben wir auch noch ein ganz schön großes Gebiet eigentlich. Genau, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Gut, Leute. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.